Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Genau, die Angebote können wir uns ja auch ganz kurz anschauen. 25 für 55 Euro. Sie haben es jetzt übrigens geschafft, die Europreise reinzuhauen. Also, juhu. Sie updaten das Spiel und haben gemerkt, alles klar, der ist ja aus der Europaregion. Dem wird die Europreise wahrscheinlich mehr interessieren als die US-Dollar. Nice. Und den, das ist maßlos überteuert. 1 Euro für einen Shard, okay. Aber 2 Euro für einen Shard, never. Nee. Muss nicht unbedingt sein. 6-Star-Artefakt-Pack, viel zu teuer. 44 Euro für ein Artefakt-Pack, was dann scheiße sein kann. Ich meine, es ist 6 Sterne, aber 40 Euro, die müssen wirklich dringend an ihrer Preispolitik arbeiten. Das ist ganz nett, da kann man Rang 4 Helden vorantreiben, 2 sogar kann man die aufsteigen lassen zu Rang 5, aber brauche ich auch aktuell nicht unbedingt. Ein bisschen Champs sind dabei. Wäre aber jetzt nicht ausreichend, dass ich nochmal Packs aufmachen kann. Dann Ascension Pack. Ich würde keine Potions zahlen. Das sehe ich nicht ein. Wenn, dann für Gems, aber ach, nur für Gems? Nee, 21 Euro für die Gems. Nee. Also sowas ist ganz cool mit Charts, aber dann sollte der Preis halt auch ein bisschen besser sein. 55 Euro, schon heftig. Naja, schauen wir uns mal das Tournament an. Wir können auf jeden Fall den Reward uns abholen. Und bekommen einen Helden. Orgrim Trader, den haben wir vorher gesehen. 57, ja, ich weiß, das ärgert mich immer noch. Ich weiß, dass wir die 57 noch nicht erreicht haben, aber bitte lass mich doch wenigstens das Bild anschauen, lieber Spiel. Und es ist, glaube ich, sogar diese Spirit Host Tante. Geil. Das heißt, ich brauche eigentlich nicht mehr besonders viel in 2 Tagen. Hoffentlich erreiche ich das mit grünen Charts. Dass ich sie noch bekomme, das wäre der Hammer, wenn ich die bekomme. Weil die ist richtig cool. Die würde ich gerne auf jeden Fall weiter buchen. Und dann haben wir noch das 5-Sterne-Hühnchen, das braucht aber doppelt so viele Punkte. Das wird schwer werden, das zu erreichen. Und dann haben wir da noch ein Event, was gerade aktuell am Laufen ist, nämlich das Trainings-Event, das ich, wenn man ihn trainiert, dann kriegt man hier für Punkte. Und auch da, ich weiß, ich habe die Punkte noch nicht erreicht, aber bitte, lass mich doch wenigstens den Reward anschauen, liebes Spiel. Was ist denn das Dämliches, dass man sich den Reward nicht anzeigen lassen kann? Das ist ja dann überhaupt, da muss man sich ja das wieder merken, aha, so schaut der aus, so heißt der, na viel Spaß, den im Index zu suchen. Das ist ja umständlicher geht es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wer das designt, aber es sind keine Spieler, die sowas designen. Das muss einem doch auffallen, dass wenn man einen Reward hat, dass man sich den gerne anschauen würde. Vor allem, wenn das so ein super kleiner Reward ist, wie bei den Sets hier, die man gewinnen kann. Da ist jetzt gerade keins dabei, aber doch da zum Beispiel. Und ich würde mir ganz gerne dieses Symbol größer anzeigen lassen. Da steht sogar Relentless Set. Da haben sie es ja besser gemacht. Auf der linken Seite haben sie es ja richtig gemacht. Da sagen sie auch, wie viel Gems es gibt. Und wenn man hier draufklickt, nee, kannst nicht. Ey, musst erst mehr Punkte erreichen. Mann, da könnte ich ausrasten. Bringt mich vielleicht zu dem nächsten Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte. Machen wir hier die Bildschirmaufnahme. Die Community Managerin oder eine davon ist auf die Fragen eingegangen von vielen Leuten. Ich habe es eh vorher kurz angesprochen. Bezüglich Expand Artifact Storage zum Beispiel. Und sie hat gesagt, ja, sie weiß, wie wichtig das ist. Und in einer der näheren Releases wird das angegangen, das Problem. Arena Chest Rewards sollen verbessert werden. Auch daran arbeiten sie. Mighty Battle, ja, auf jeden Fall mehr als nur 15 am Tag, finde ich. Sie testen es gerade, considering, also bedeutet nichts.
Kann auch genauso gut die Tonne sein. Das heißt, dass sie da gar nichts machen. Taverne soll auf jeden Fall mehr convenient sein für die Navigation. Bedeutet, dass man mehr suchen und filtern kann. Und das wäre auch ein wichtiger Punkt, den ich hätte. Denn das, ja, das sollte auf jeden Fall sein. Kann man nämlich aktuell sehr schlecht filtern oder gar nicht filtern. Oder suchen zum Beispiel. Great Hall, ich glaube, das haben sie sehr kryptisch aufgedröselt. Im Grunde sagen sie einfach nur, ja, wir wissen mal, aber versteht auch, dass das sehr wichtige Boni sind und dass es da nicht so leicht sein sollte, die zu erreichen. Also im Grunde sagen sie da auch, nö, passt schon so. Destroy Artifact Confirmation Window. We are on it. Das finde ich eigentlich nicht gut. Ich finde, sie brauchen kein extra Fenster, weil ansonsten artet das noch mehr in Klick-Tiraden aus und ich möchte es eigentlich eher flacher haben und noch und weniger Pop-up-Fenster. Das heißt, ich bin davon nicht begeistert. Aber sie arbeiten scheinbar daran. Den Markt zu verbessern, mehr wichtige Ressourcen hinzufügen. Tolle Idee, wir denken drüber nach. Ja. Ja, dann Speed ist ja wichtig in der Arena, dagegen sollte man arbeiten und sie sagen, sie balancen ein bisschen dran rum, aber da steht es auch nicht unbedingt da, dass das in der nächsten Zukunft passiert. Arena Revenge, das finde ich eigentlich recht unnötig, da schreiben sie auch, das quasi schreiben sie sehr nett, dass es irgendwo auf ihrer Liste ganz weit hinten steht. Sprich, wenn jemand in der Arena angegriffen wird, dass er sich dann revanchiert bei demjenigen, ja, wer es braucht. Hier sollte man ein Limit für doppelte Champions einbauen. Das finde ich, naja, den Vorschlag finde ich jetzt auch nicht so geil und die Game Thieves auch nicht, weil sie sagen, ein bisschen RNG, also ein bisschen Zufall sollte schon dabei sein. Joa. Hat man halt auch Pech gehabt, wenn man da Doppelte zieht. Natürlich ärgerlich, wenn es öfter passiert. Aber ich sage jetzt mal, gerade bei den Ein-Sterne- oder Zwei-Sterne- oder Drei-Sterne-Leuten ist mir recht egal, wie oft ich die ziehe, die verwende ich halt dann als Futter. Bei den Vier-Sterne-Leuten ist es sicher ärgerlich, wie heute, wenn ich den Marksman dann nochmal ziehe, obwohl es eh so viele Helden gibt, verfügbar. Dann ärgert man sich schon, wenn man einen dann öfter bekommt. Minotaurus Dungeon. Sollen mehr Level bekommen, sagen die nein, aber sie wollen ihn verändern. Irgendwas mit Clan Boss, Clan Achievements, ja, generell den Clan wichtiger machen, auch zu sagen, warum ist man eigentlich in der Flotte oder in dem Clan, was bringt das für Vorteile? Das wäre interessant. Extended Daily Login Reward ist meiner Meinung nach essentiell. Denn man sollte wirklich eine Belohnung haben, dass man jeden Tag wiederkommt und jeden Tag wirklich schöne Belohnungen bekommt und dann auch mal ein Held dabei ist zum Beispiel oder ein paar mehr Splitter. Also das fände ich schon sehr wichtig. Vielleicht bringen sie was rein, ziemlich wahrscheinlich, aber das wird nicht so aussehen, wie wir hoffen. So auf die Art. Ja, ist schon mal geil, wenn man da schon mal schön. Das wird wahrscheinlich was Bezahlmäßiges sein, so ähnlich wie sie es jetzt schon drinnen haben. Wenn man Level 51 erreicht, kriegt man den Splitter und sowas. Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was die Leute expecten, wie sie schon schreiben. Die Void Improven und Pre-Battle Window. Extend it and bring the Vault Sorting. Genau, also wiederum ein bisschen mehr Sortierfunktionen reinbringen. Und sie arbeiten daran, das ist das, was oben stand, eigentlich schon 1 zu 1 kann man das vergleichen. Push Notification for Clan Leaders. Ja, ist vielleicht für die ganz interessant, wenn jemand den Clan verlässt oder beitritt, dass man da eine Info kriegt. Offensichtlich kriegen da Clan Leader gar keine Info. Passt vielleicht zu dem, was ich letztens erwähnt habe, dass ich da auf einmal allein in einem Clan war oder nur noch so drei, vier Leute da waren, drei, vier Inaktive mit mir und ich habe da keine Info darüber bekommen, dass ich auf einmal der Clan-Leader bin. Ich dachte, es läuft alles wie bisher und sie auf einmal alles sind gelieft und haben mir irgendwie den Clan-Leader-Status verpasst
Und ich konnte dann nicht mal die Gilde verlassen, weil ich Clan-Leader war. Und es gab keine Info, dass irgendwer verlassen hat oder gekommen ist. Also, oder wer mir diesen Clan-Leader-Posten zugeschanzt hat. Ja, ich habe es dann einfach einem anderen Inaktiven übertragen und konnte dann austreten aus dem Clan. Aber gratuliere dem, der der Letzte ist. Ich hoffe, der kann dann den Clan auch noch verlassen. Also da sollte auf jeden Fall mehr betrieben werden in Richtung Usability. Genau. Dann den Damage zeigen, den man an den Clan-Boss gemacht hat in Echtzeit. Ja, ist in Planung. Okay, passt. Und sie sollen die Faction Wars balancen, weil die wohl extrem schwer sind, auch für Endgame-User. Und die schauen sich das an. Also ihr wisst, was das bedeutet. ja, und dazu, zu diesen Suggestions, habe ich mir gedacht, ich mache auch so eine Liste und habe das dem Gurden Chosen geschickt. Kann nur an der Stelle Werbung machen für ihn. Joefly Mobile, der macht englische Tutorials, wird wahrscheinlich jeder kennen, der Raid kennt. Ist, glaube ich, einer der aktivsten Spieler und Content Creator da draußen auf Englisch und find den echt cool. Macht Laune, dem zuzuhören. Der bringt auch immer total schnell raus, wenn sich irgendwas ändert. Und ich habe dann mich auch mal hingesetzt und habe mir gedacht, was würde ich denn ändern? Und das sind so meine Approaches. Also zu Beginn habe ich halt geschrieben, es ist nicht nur wichtig, ich möchte nicht immer nur sagen, gibt uns mehr, aber im Vergleich zu anderen Mobile-Spielen, die geben einfach mehr. Und Plarium schadet sich da und haut sich selbst so einen Hackel ins Kreuz, glaube ich, weil im Endeffekt geht es doch darum, dass die Leute immer wieder zurückkommen und Spaß an dem Spiel haben. Und das werden sie nicht machen, wenn sie nicht rewarded werden dafür. Und ich glaube, dass Plarium eher Spend us more sagt, anstatt Give us more. Also eher das, was die Playerbase nicht so gern hat. Weil die Sachen schon extrem überteuert sind. Ihr habt es eh vorher gesehen. Schon so teuer. Die ganzen Shards. Also 2 Euro für einen Shard? Nee. Nee, echt nicht. ja. Genau, auf jeden Fall eine bessere Drop-Chance wäre super für Shards. Oder wenn man Shards öffnet, dann eine bessere Chance, was Gutes dabei rauszubekommen. Das ist wirklich vital, denn wenn man zu sehr sauer ist über die Drops von dem Spiel, dann lasst man es vielleicht liegen und denkt sich, gut, dann habe ich halt gern, dann investiere ich halt kein Geld mehr in Raid und wende mich einem anderen Spiel zu. Also dabei läuft es vielleicht ganz gut für Plarium, aber. Das kann auch so ein Knieschuss sein. Ich denke jetzt an Telltale. Das ist zwar kein Mobile-Entwickler, aber die haben ja das Problem gehabt, dass sie so erfolgreich wurden und dann neue Leute eingestellt haben und das Spiel aber nicht verändert haben. Die Formel war immer dieselbe über alle Spiele hinweg. Irgendwann haben sie sich gedacht, alles klar, ist jetzt egal, ob ich das Spiel habe oder nicht. Es ist eh immer dasselbe. Und Umsatz ist zurückgegangen. Kritik ist lauter geworden und sie hatten einfach so viele Leute, die sie bezahlen mussten und das hat sich nicht mehr rentiert am Ende. Also wenn Plarium denselben Fehler macht, sich denkt, boah, geht ja geil, dieses Raid, die Leute kaufen das wie blöde und ändern aber nichts an ihrer Gewinnformel, dann werden sich die Leute auch denken, die jetzt von Beginn an mal dabei sind, weil sie sich das mal anschauen wollen oder weil sie Content createn wollen und sehen, die Aufrufzahlen sind ja gar nicht so schlecht dafür. Und wenn die wegfallen, weil sie frustriert sind, Entschuldigung, und wenn keiner nachkommt, dann kann das schnell so ein Knieschuss werden. Vor allem, wenn sie intern aufstocken und das sich dann aber hinten und vorne nicht rentiert. Also Obacht davor und lieber mal ein bisschen mehr geben den Leuten. Wie zum Beispiel Daily Reward Bonus, finde ich ganz cool. Removing Gear from Champion. Das sollte gratis sein und das ist es nicht und das ist echt eine Frechheit, weil ihr seht, wenn ich hier zum Beispiel bei ihr sage, ich möchte das nicht mehr, ich möchte was anderes haben, Gear of Equip, dann hier, 20.000, manchmal kostet es sogar 50.000. Das ist absolut übertrieben. Silber zu zahlen dafür, was zu removen, vor allem, ich habe es auch reingeschrieben, dann sollte das nicht auf 500 begrenzt sein, das Artefaktlager. Ja, das bedeutet ja schon,
ich darf nicht so viel weghauen und ich muss irgendwie Platz schaffen dafür. Das heißt, ich haue es in Champions rein, das Gear. Ich kann jetzt nicht einfach alles weghauen, was nicht optimal ist vom Gear her, weil ich muss ja irgendwas haben für meine Helden. Und ich möchte es aber auch nur in die besten Helden rein investieren, weil kostet ja was, das zu removen. Also irgendwie weder Fisch noch Fleisch. So, es kostet was, das zu removen, aber es ist auch zu wenig Platz, um es einfach dastehen zu lassen. Sie haben ja gesagt, sie arbeiten daran, sie wollen das verbessern, erhöhen oder irgendwie was machen, aber ich hoffe wirklich, dass sie das erhöhen. Ich kann mir vorstellen, dass es performancefressend ist, dass sie es deswegen so rauszögern. Haben andere Spieler auch, hat ja Walking Dead Road to Survival war es, glaube ich, kürzlich gehabt, dass sie da auch gesagt haben, sie machen da mal Tabula Rasa und Schluck trinken und reduzieren auf jeden Fall die Artefakte, die man sich lagern kann. Offensichtlich ein großer Datenfresser. Aber wenn das was kostet, Items zu removen, dann müssen sie den Space erhöhen. 500 ist wirklich gar nichts für so viele Sets, die es da im Spiel gibt. Und die teilweise aus 4 Items bestehen, wo man, um einen Set-Bonus zu bekommen, 4 Items anlegen muss. Und das sind ja nicht wenige. Also viel zu übertrieben. Und dann ist noch so viel Zufall drinnen. Da kann so viel drinnen sein, dass es wirklich an der Zeit wäre, da was zu ändern und zu erhöhen vom Space her. Und nicht nur eine Filterfunktion, sondern, also Filter wäre geil, Suchfunktion wäre geil, aber bitte, bitte erhöht den Platz. Das kann echt nicht sein. Das ist viel zu teuer, also viel zu wenig und auch zu teuer. Ich möchte nicht Geld dafür zahlen, was zu unequippen, weil das führt dann dazu, dass man irgendwelche Leute equipped hat, die man mal zu Beginn des Spiels bekommen hat und gar nicht mehr verwendet. In der Vault habe ich viele. Die brauche ich nie wieder, aber es kostet einfach Geld, von denen das Gear zu removen. Und ja, naja. Finde ich nicht so geil. Boah, ich bin ultra heiser gerade. Genau. Dann, checking the values for artifacts in the storage and selling them directly from the storage too. Das wäre super. Das ist das, was ich euch vorher schon mal gezeigt habe. Oder im letzten Video, wenn ich das Ganze in zwei splitten werde, was ich glaube ich eher mache. Weil ich kann hier nicht draufklicken. Ich kann mir hier das Artefakt nicht anzeigen lassen, nicht sehen, was das für Werte hat, ob sich's lohnt, das aufzuheben, und ich kann es nicht weghauen von hier. Ich muss erst Platz im Hauptinventar schaffen, da, um dann die Möglichkeit zu haben, das zu collecten und mir dann anzuschauen. Und dann wieder reinklicken, dann wieder auf New, aha, auf diese Werte kommt das, aha, auf diese Werte kommt das. Es ist halt so super mühsam, wieso kann man das nicht einfach hier machen? Das wäre viel, viel einfacher. Bitte, Spiel. Kann doch, das kann wirklich nicht so schwer sein. Ja. Ja. Das haben wir auch schon besprochen. Sachen, die ich im Shop kaufe, wie Shards, Silber oder Juwelen, die sollen bitte direkt in das jeweilige Lager gehen und nicht in dieses in diese Inbox rein. Da es kein Limit gibt, macht es auch keinen Sinn, das irgendwie zurückzuhalten. Was ich verstehe, ist hier sowas zum Beispiel Energie. Ich möchte nicht unbedingt die Energie gleich verwenden. Es gibt viele Leute, die sagen, sie wollen immer unter der maximalen Energie sein, unter die 121, um täglich was zu generieren. Und für die wäre das halt blöd, wenn sofort aufgebraucht wird. Witzigerweise ist das mit diesen XP pro Tag verbessern oft der Fall, dass wenn ich die abhole in den, oder jedes Mal der Fall eigentlich, wenn ich die hier abhole in den Weeklies,
angenommen, ich schaffe den Reward hier und hole mir das ab, dann wird es automatisch applied. Obwohl ich ja noch gar nicht weiß, ob ich wirklich zum Spielen komme in nächster Zeit. Also eigentlich super idiotisch. Aber wiederum, hier diese ganzen Juwelen, da kann ich eine Million auch haben. Und es gibt kein Limit dazu. Also anders als bei als bei der Energie, wo halt einfach irgendwann mal man nichts mehr gewinnt dadurch, aber bei den Juwelen gibt es kein Limit. Also wieso geht das in die Inbox rein? Und nicht wird nicht direkt applied, weil dafür gibt es dann ein extra Space. Dasselbe für die Shards, es gibt hier kein Limit. Es gibt nur ein Limit an Crew, die man haben kann, also an Leuten. Aber nicht an Shards, da kann man auch eine Million drinnen haben und es juckt wahrscheinlich niemanden. Deswegen verstehe ich nicht, warum er die extra annehmen muss in der Inbox. Das ist so ein extra Schritt und kann eben dazu führen, wenn die Inbox voll ist, sind die Items vielleicht weg. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich will es auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Ich möchte mal nicht was kaufen, was ich dann nicht mal abholen kann. Absoluter Schwachsinn. Oh. More Main Space for Heroes. Genau. Das wäre cool. Und ich verstehe nicht, warum in dem Standard-Repertoire hier, ich weiß nicht, wie das hier sich nennt, Champion Vault ist ja die Gefrierkammer quasi von Star Trek Timelines, wo man alle hat, die man nicht wirklich braucht. Und ich verstehe nicht, warum hier 200 Platz ist und in der Standard-Aufbewahrungsmethode hier nur 100. Das sollte eigentlich umgedreht werden. Weil so ertappt man sich oft, dass man sich denkt, ich könnte wen brauchen für eine Collection, aber ich weiß nicht wen. Warte, ich muss ihn erst aus der Champion Vault suchen, in die normale Vault packen. Und das könnte man sich ja um einiges erleichtern, indem man das einfach umtauscht und sagt, man hat in der Standard Vault 200 Plätze. Oder noch mehr, wäre natürlich noch cooler. Aber da möchte ich dann auch nicht sagen, bitte gibt uns noch mehr, sondern da können sie es auch einfach umtauschen und sagen, bei dem einen 200, beim anderen 100. Wäre cool. Wäre noch ganz nett. Sagen wir so. Die anderen Punkte sind so mega essentiell. Das ist so nett. Das ist nice to have. Champion Sorting und Filter Option. Genau, darüber haben sie eh schon gesprochen. Das ist in Planung, weil ihr seht schon, man kann hier zwar sortieren per Rang, Level und so weiter, aber nicht wirklich convenient. Und es gibt keine Suchfunktion. Wenn ich jetzt die Seherin suche ich mir einen Wolf, wenn ich nicht weiß, auf welchem Level die ist oder wo die circa steht. Oder wie die auch ausschaut zum Beispiel. Clan Boss Battle mal 10, ja, das wäre cool. Ich weiß gar nicht, ob ich euch meinen Clan Boss hergezeigt habe, einen Kampf. Habe auch aktuell keinen Schlüssel. Aber so ein Clan Boss Battle dauert, ja, kann schon mal so irgendwie an die 10 Minuten dauern. Und dann sitzt er da 10 Minuten, man macht sich halt dann Kaffee oder was auch immer. Aber das kann es auch echt nicht sein, dass man dann 10 Minuten einem Autokampf zuschaut. Sogar noch einem Autokampf, was man automatisch steuert, also wo man nicht mal Einfluss nimmt. Dann sitzt man da und guckt ihm 10 Minuten lang zu. Weiß nicht. Gibt's auch coolere Sachen, denke ich mal, die man mit dem Leben anstellen kann, als einem Spiel zuschauen, wie sich selber spielt und das für 10 Minuten lang pro Kampf. Dann sind die Rewards auch noch scheiße. Naja, und eine Freundesliste wäre cool und Freunde hinzufügen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Kenny das spielt, aber ich kann ihn nicht hinzufügen, weil, keine Ahnung, das einfach nicht gegeben ist, so eine Möglichkeit. Und auch beim Clan wäre es cool, wenn man sehen würde, was die anderen so haben. Ich sehe da jetzt, wer aller online war, welche Aktivitäten die so abgeschlossen haben. Wenn ich draufklicke, sehe ich deren PvP-Team. Aber ich würde mich trotzdem freuen, mehr zu sehen. Und würde mich trotzdem freuen, wenn ich sehen würde, was der so für Helden hat. Wenn man so ein Roster-Build hat, wie da zum Beispiel. Wenn ich da draufklicke, sehe ich alle die Helden. Und ich denke mal, das kann nur positiv sein für so ein Spiel. Wenn ich mir dann anschaue, was die alles für Leute haben, und dann denke ich mir, geil, wer ist denn er hier? Den möchte ich ja schon unbedingt gerne mal haben. Der schaut echt cool aus. Also den, das wäre schon super, wenn ich den kriegen würde. Und dann öffne ich vielleicht Charts oder kaufe mir Charts, weil ich den unbedingt haben möchte. Idealerweise sollte man den auch anklicken können, liebes Spiel.
damit man gleich sieht, was der für Werte hat und sich gleich denkt, geil, der hat ja coole Werte, nicht nur der schaut cool aus, sondern der kann auch was. Und dasselbe für eine Freundesliste. Einfach eine Freundesliste einbauen und man sieht, was die Freunde so haben oder gerade so machen. Hat doch jedes andere Spiel auch. Und das wäre noch für mich ganz nett. Ist, glaube ich, für neue und für Mid-Game-Player ganz interessant. Mehr Klarheit, was Skills auslösen oder vor allem wie Skills und Ausrüstung miteinander funktioniert. Ich habe hier als Idee XY%, also sagen wir 3% Sleep Debuff hat einen Skill, bringt einen Skill mit und 10% Schlaf Debuff bringt ein Artefakt mit. Normalerweise umgekehrt, aber sagen wir mal, in Summe wären das dann 13% oder wird einmal 3% gerechnet und einmal 10%. Was einen Unterschied machen würde, gerade wenn es um Werte geht wie einmal 40% Chance und einmal 10% Chance, dann wäre 50% schon um einiges geiler als nur 10%. Wisst ihr, was ich meine? Also einfach da ein bisschen mehr Klarheit, welche Buffs miteinander stacken und welche nicht. Und bei Poison zum Beispiel wäre es interessant, dafür braucht man ja, oder auch beim Sleep Debuff, bei Debuffs braucht man eine gewisse Accuracy, eine gewisse Genauigkeit. Aber ich komme oft durcheinander bei Skills, dass ich jetzt nicht weiß, wie giere ich eigentlich den Helden? Braucht derjenige jetzt irgendwie Accuracy, um immer zu treffen? Oder braucht er eine Crit Chance? Oder was braucht er sonst alles für Skills? Wisst ihr, was ich meine? Warte mal. Hidden, geil, danke. Danke für Hidden, das brauche ich natürlich unbedingt. Ah, da unten möchte ich hinklicken. Da, wo ich immer aus Versehen hinklicke. genau. Debuff Accuracy 38, auch da wieder gerne lieber in Prozent als in Zahlen, weil ich fange mit einer Accuracy von 38 nicht wirklich viel an. Ist das jetzt viel? Ist es eher wenig? Die kritische Rate. Kritischer Damage, auch da vielleicht wieder mehr Aufschlüsselung. Was bedeutet das? Veteranenspieler kennen sich da sicher besser aus und wissen da sicher alles klar. Es lohnt sich mehr Critical Damage als Attack Damage zu haben, weil warum auch immer. Aber gerade Neue und Mid-Game-Player denken sich, ist doch egal, wie man Schaden macht, ob man den jetzt über normalen Base-Attack macht oder über kritischen Schaden. Das sollte doch recht egal sein. Und ich glaube, man kann da ziemlich überfordert werden, gerade wenn es an so viele Artefakte geht, an so viele Artefakt-Sets, die alle unterschiedliche Sachen auslösen, wo man teilweise wirklich nicht weiß, was es bewirkt. Am Anfang geht es ja noch, da ist es klar, hier kriegt man mehr Leben, hier kriegt man mehr Attack, da gibt es mehr Verteidigung, da erhöht sich die kritische Chance, da erhöht sich die Genauigkeit, da fängt es schon ein bisschen an, so, okay, Genauigkeit, wofür genau und wie viel genau? Resist 40 ist auch die Frage. Ist 40 gut? Wofür ist 100 das Maximum? 1000 das Maximum? Was bedeutet 40 Resist? Ist das irgendwie ein wichtiger Wert? Ist das ein Pups oder ist das wirklich mega? Lifestyle ist ziemlich selbsterklärend. Heilt 30% vom angerichteten Schaden. Ja, auch da ist wieder die Frage, zählt Counter-Attack zum Beispiel auch dazu? Wenn man angreift, weil man angegriffen wurde, macht man ja auch Schaden. Bekommt man davon auch Lifesteal? Oder zählt es wirklich nur, wenn man selber angreift? Also auch das könnte gerne ein bisschen genauer dargestellt werden. Reduziert die maximalen Gegner-HP pro angerichteten Schaden. Ist ein Vierer-Set. Also da braucht man wieder genug Artefakte, um da was Geiles rauszukriegen. 25%ige Chance auf einen Counter-Attack, wenn man getroffen wurde.
Schaden erhöht sich, wenn die HP vom Gegner sich reduzieren. Entschuldigung. Schaden erhöht sich, wenn sich die eigenen HP, das eigene Leben reduziert. Ja, schön. Und in welchen Rahmen sprechen wir da jetzt? 1 zu 1? Oder 2% mehr? 20% mehr? Da fehlt mir wirklich dieser Input. Und kann ich das irgendwie verbessern? Kann ich dieses Fury noch stärker machen, indem ich mit irgendeinem Skill, in dem das besonders gut auf einem bestimmten Champion ist, der einen bestimmten Skill hat, der das nochmal verbessert? Ich weiß es halt einfach nicht. Ich kann da echt nur raten. Und viel rumtesten, aber da sind wir wieder bei dem Problem. Ich kann jetzt das Set ausrüsten und dann komme ich drauf, nee, gefällt mir doch nicht. Ich rüste ein anderes aus. Ja, dann darf ich wieder 20.000 pro Item zahlen. Circa. Und zahle dann 120.000 für nichts, für das, dass ich was rumgetestet habe, was mir das Spiel nicht erklärt. Also, ich verstehe es nicht. Das darf echt nicht sein. Das darf nicht sein, dass das ein Spiel so mies erklärt. 10% Bonus-Heal. Okay, kann man das besser machen? Kriegt man mehr raus, wenn ich jetzt noch zusätzlich einen Skill habe, der um 20% heilt? Sind es dann 30%? Oder 20 um 10? Oder einmal 20 und einmal 10? Reflex, 30% Chance, einen Cooldown zu reduzieren. Okay. Auch da wieder gerne die Info, wird das verbessert durch Accuracy, wird es verbessert durch Crit Rate. 50%ige Chance, einen 50% Heal Reduction Buff reinzuhauen an den Gegner. 50% Chance, Poison reinzuzaubern. 20% Chance, jemanden einzufrieren. 25% Chance, jemanden einschlafen zu lassen. Immunität für 2 Runden, 30% Chance auf Counter-Attack mit kritischen Hit, also wieder ein Counter-Attack-Set, nur diesmal kritischer Hit. Kann man das nicht als eines machen? Muss es dann extra Set dafür geben? 30% HP, Alliierten-Schild für 3 Runden, minus 30% Damage von gegnerischen Flächenangriffen. Kritischer Schaden plus 20%. Plus 10% Turn Meter für jede 5% von den Gegnern, von den eigenen Gesundheitspool verloren. Das ist ganz gut. Also, das ist gut aufgeschlüsselt. Da weiß ich gleich, aha, so und so viel Prozent für so und so viel Prozent. Und nicht wie vorher, oh ja, der Schaden erhöht sich, wenn man Gesundheit verliert. Ja. Schön, danke. Heil 10% pro Runde. Vorher hatten wir auch schon so ein Heilungsdingens. Auch da wieder die Frage, braucht es 2 Heilungsdinger? Wenn man vor allem nur 500 Space hat. Also immer wieder. An sich okay, sollen sie ruhig mehr Sets machen, aber es stellt sich dann trotzdem immer wieder die Frage, es korreliert halt immer wieder. Wenn man so wenig Platz hat, wieso macht man dann so viele Sets? Und wenn man so wenig Platz hat, wieso muss man dann Geld zahlen dafür, dass man etwas removed oder etwas austestet, weil es das Spiel nicht nennt, weil das Spiel nicht sagt, das und das löse ich mit dem und dem aus. Muss man selber austesten, kostet Geld. Das führt alles zu so einem fahren Beigeschmack, dass man sich denkt, das Spiel möchte mich eigentlich nur ausnehmen und möchte mit jeder Aktion, die ich tätige, dass ich ihm irgendwie Geld gebe. Und dann habe ich kein Silber mehr davon und muss mir wieder Silber kaufen. Und sie profitieren wieder davon. Also, wisst ihr, das kann fahlen Beigeschmack auslösen. Und vielleicht ist es einfach nur mangelnde Programmierfähigkeit, unterstelle ich jetzt mal. Oder mangelndes UI-Denken. Dass sie sich nicht denken, dass sowas wichtig sein könnte. Weil sie halt ihr Spiel selber vielleicht nicht spielen, sondern es nur programmiert haben. Sich dann denken, ja, ist doch eh ganz nett, aber die Feinheiten. Ja, die Feinheiten machen es dann halt aus. 18% Chance, wen zu stunnen. 18% Chance auf einen extra Turn. 25%
Defense ignorieren vom Gegner. 30% Chance, jemanden zu provozieren, sprich, der darf nur seinen A1-Angriff ausnützen, so einen ersten Skill. Und greift auch nur den Gegner an. Und dann gibt es noch so Kombinationen von Sets. Also hier gibt es 15% Attack wie oben. Zusätzlich aber nochmal ein bisschen Def-Verringerung oder Def-Ignorierung vom Gegner. Mehr Leben und Heid pro Runde. Auch da wieder 3%. Bedeutet was? Attack und ein Schild. Kritische Rate und ein HP-Schild. HP und HP-Schild und Speed und HP-Schild. Diese Kombinationen. Ja, und das führt zu, ihr habt es ja schon gesehen, ich scroll mir da mal einen Wolf rauf. Diesen ganzen Set verglichen mit dem ganzen Platz, der da ist. Naja. Same procedure, also bitte, bitte, wäre schön, wenn ihr das verändert und ein bisschen größer macht die einzelnen Lagerkapazitäten. Ja, und ich glaube, das war's. Genau, Greetings from Austria am Ende noch. Ja, das wären so meine Wünsche, und die anderen haben dann auch kommentiert und dann auch geschrieben, sie würden sich freuen, wenn auf jeden Fall die Chance höher wäre von Drops, das was ich zu Beginn mal angesprochen hatte. Ihr seht hier die Drop-Chance, die unverfälschte, denn es ist gerade kein Buff im Gange. Und man sieht, aus diesen goldenen Shards, diese hier, die so teuer sind, gibt es nur eine 6% Wahrscheinlichkeit, dass wirklich was Legendäres dabei ist und 94%, dass irgendein Mist, sag ich jetzt mal im Vergleich, rauskommt. Weil diese Sacred Shards halt so teuer sind, die werden halt vom Spiel bepreist mit 50 Euro pro Ding. Und dann kann halt was rauskommen, was man hier auch bekommen könnte. Also 6% ist halt echt, echt, echt wenig. Und bei den Void ist es doch krasser, wenn man diese Linen aufmacht. 0,5 Chance, dass was Goldenes drinnen ist. 8% Chance, dass was gleichfarbiges drinnen ist. Und 91% Chance, dass was Blaues drinnen ist. Und dieselbe Chance für die Blauen. Also, nee, echt nicht. Echt nicht. Ich finde das maßlos untertrieben. Die müssten enorm an dieser Schraube stellen. Also, was sie für die Events haben, dass sie ab und zu eine 12% Chance haben, bei Sacred zum Beispiel. Das finde ich, sollte regulär sein. Oder sagen wir mal eine 10% Chance oder sowas. Aber 6 dauerhaft? Das ist so wenig. Da muss man so viel Glück haben. Muss man so viel investieren in Shards. Und dann stellt sich halt wieder die Frage, mag das Unternehmen auch ein bisschen was zurückgeben oder mag es eigentlich nur nehmen von den Klienten? Und ich mag das Spiel nicht verurteilen. Ich spiel's und ich habe echt Bock drauf und ich investiere da viel Zeit, weil ich es super finde. Aber es hinterlässt so einen fahlen Beigeschmack. Und das kann ich einfach nicht leugnen. Aber gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht, wie eure Auffassung ist vom Spiel. Eure Auffassung zu dem, was ich gesagt habe, und auch generell, wie eure Tipps wären oder eure Wünsche für das Spiel. Wie soll sich Raid Shadow Legends weiterentwickeln? Was würdet ihr euch für das Spiel wünschen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich schaue noch ganz kurz in den Markt, ob es irgendwas dabei gibt, was ich mir gönnen könnte. Nachdem ich Platz geschaffen habe. nee, nicht wirklich was. Nicht wirklich was. Mine, da wollte ich gar nicht rein. Da unten, nee. Lohnt sich nicht, dafür auch noch Gems auszugeben. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bin mega heiser. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht, zu Raid und was sie verbessern sollten. Was euch besonders wichtig wäre. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.